So, ihr Lieben, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Head in Time. Ja, das müsste jetzt Part Nummer 19 sein. Ich habe irgendwie Lust und bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe die Soundeinstellung noch mal ein bisschen angeguckt und bin einfach mal gespannt. Wir lassen uns mal überraschen, wie weit wir vorankommen heute. Ich habe mir jetzt kein großes Ziel gesetzt im Sinne von, ja, das und das möchte ich schaffen oder was weiß ich. Ich muss mir nochmal einen Hustenbonbon reinziehen. Wir sind ja bei Seal the Deal, hier bei dem Octoblockdo. Das haben wir auch fertig. Ah, super. So. Ich weiß nicht, ich finde es immer schön, wenn ich mit der Kleinen spiele. Macht Spaß, das Spiel. Unter Wasserdruck, die arktische Kreuzfahrt. Ja, bin ich mal gespannt, was wir da hinkriegen. Oder was, weil das Splash Art sieht schon irgendwie interessant aus. Ja. Ich wollte nur einen Screenshot machen. Da, okay, Found Lost. Und wir müssen mit dem Captain sprechen. Na gut. Irgendwie hat es jetzt gerade ein bisschen gelaggt. Wir müssen irgendwie mit dem Captain sprechen. Wir müssen da hoch. Na gut. Brauchen wir die Eismaske. Ah, der ist cool. So, Aua. Oh, die haben mich jetzt leicht erschreckt. Kriegen wir aber hin. Können wir da rein? Nee, ne? Ist zu. Doch, wir können da rein. Super. Wir müssen mit dem Captain sprechen. Was, hey, Pop? Was ist los, Welpe? Du möchtest aushelfen? Na gut, vielleicht tut sich ja endlich was auf diesem Schlachtfeld eines Bootes. Es wäre eine Premiere. Premiere. Na denn, du musst Getränke und Essen austragen und noch ein paar andere Dinge. Und mach es schnell. Oh, und es gibt andere Jobs, die gemacht werden müssen. Also, sei wachsam. Bist du soweit? Aber hallo. Du kannst bei mir entsorgen und diese alten Boxen anfangen. Es wird langsam unordentlich. So. Ah, nach oben. Okay. Oh je. Da müssen wir uns aber sputen. So, 1 von 18. Oh je, das wird aber ein Spaß. Hat's gereicht. Och man. Nee, hat nicht gereicht. Wir dürfen, glaube ich, nicht angegriffen. Alter, wir dürfen nicht angegriffen werden. Das ist mies. Wie müssen wir das denn hinbringen? Na gut, wo müssen wir denn jetzt lang? Alter Schwede. Nee, oder? Oh, ist das mies! Ist das gemein! Aber zum Glück wird uns da ein Weg gezeigt. Was zum... Wieso werden wir den jetzt wieder zurücktransportiert? Ist das gemein. Ah ne, warte, das war falscher Weg.
Och nee, ernsthaft? Habe ich den Stecker an? Nee, Anstecker. Was ist das denn für ein Anstecker? Warte mal, Hutmacher-Anstecker. Verringert die Abklingzeit von Hüten. Das ist jetzt die Frage, wo müssen wir das hinbringen? Na gut, das eine kommt dahin. Boah, ist das mies, Leute. Ich weiß gar nicht. Ich muss hier irgendwie lang und dann nach rechts gucken. Oh. Na komm! Ich meine, so an sich ist es ja ganz cool, aber irgendwie weißt du echt nicht, wo lang du musst. Boah, das ist aber gemein. So, wir müssen hier irgendwie rüber. So, und jetzt müssen wir das Ding wieder nach unten bringen. Ja, super. Da muss ich mich aber beeilen. Oh, du weißt echt nicht, wo lang du musst, ne? Och nee. Hier irgendwie runter? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Och nee, Leute, das... Hey, ganz vergessen. Na gut, dann ist es halt so. Der Chef ist also sauer. Das haben sie echt scheiße. Das ist schon eklig. Da musst du echt schnell rennen, ey. Alter. Nee. Nee, ey. So, der kommt da hin. Ich muss hier irgendwie runter. Och Mann. Und wo ist denn jetzt dieser gelbe Einkaufswagen? Wo muss ich den denn hinbringen? Nach da oben. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ey Leute. Das Ganze echt. Diese ganzen Sachen, die getan werden müssen, die sind zwar ganz lustig, aber... Ist es euer Ernst? Na, der Typ ist sauer. Weil er echt nicht weiß, wohin. Oh, dieser Drecksack. Diese Pfeile.
sind alle nicht ganz so geil. Boah, du musst es echt auswendig kennen, sonst bist du am Arsch. Lang. Boah, ey. Bin mich gerade ein bisschen stark am Konzentrieren. Oh, ist das mies. Ist das mies. Achtung, hier spricht der Kapitän. Du kannst jetzt aufhören, weil wir kommen zurück zur Zentrale oder so. Ach, scheiße. Genau wie die Seehunde. Das ist nicht hilfreich. Du hast das Chaos nicht schlimmer gemacht, Welpe. Versuch's nochmal. Oder nicht, was auch immer. Was ist das, Pup? Alright. Oh, and there is some good. So, das Einzige, was du machen kannst, ist auswendig lernen. Du musst erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich versuch's einfach mal Schritt für Schritt. So, der kommt wohin? Lass mich raten. Please pass these plain uncoded messages along for me. Thank you for these ordinary letters, fellow passenger. Alles klar. Ich weiß, wo das ist. Ist nur die Frage, komme ich da auch so hin? Wie komme ich denn da hoch? Ach Mist. Ach Mist, die krabbelt auch nicht hoch, ne? Da muss ich auf dieses Teil. Ich hoffe, das ist nicht so geskriptet, dass man das irgendwie. So, ich muss wieder in die Küche. So, jetzt muss ich den Aufzug nehmen. Na gut, wo muss ich denn jetzt lang? Boah, ist das Leute, das ist gemein. Wenn du es nicht weißt, wo, dann... Nee, der Kleine muss erstmal wieder hier hin. Die sind also weggelaufen. Ja, super. Wie komme ich da hoch, ihr Lümmel? Och, das ist doch unglaublich. Einfach nach oben, ja, ist klar, als wenn das so möglich wäre. Also der
Pfeil, den kannst du echt in die Tonne kloppen. Das ist mies, wenn das dann noch verbuggt ist. Ich will nach oben, nicht nach unten. Oh, Mann. Leute, ist das gemein? Ist das so gemein? Das ist so gemein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe diesen Pfeilgedöns nicht. Ich werde auch noch verrecken. Das ist doch unglaublich. Na, werde ich nicht, aber trotzdem ist es nervig. Ja, das klappt, weißt du, dieses andere Ding klappt nicht. Hallo? Ja, schickst du mich jetzt nach unten oder nach oben? Och nee, och nee. Das kannst du doch echt vergessen. Du bist hier überall lang geschickt, nur nicht dahin, wo du lang musst. Na gut. Ich muss auf die andere Seite, das geht aber noch. Noch, ist doch doof. Das mies mit den Tischen. Ja, jetzt stack ich auch noch fest. Ja, der ist sauer natürlich. Ich glaube, der wird mal irgendwann mal einem Boss, weil ich glaube selbst nicht ganz abcheckt, was er will. So, wo gibt's denn das nächste? Da oben. Das Ding muss in den Kindergarten. Alter. Eins nach dem anderen ist echt beschissen. So, den kriegen wir hin. Und jetzt kleine noch. Ja, ich glaube, zum Zunge rausstrecken hast du echt keine Zeit, Mädchen. Boah, das werde ich bestimmt noch mehrmals machen müssen. Sorry für den langen Part dann, Leute.
Aber so ist es einfach. Ich habe echt keine Ahnung, was ich da machen soll. So, wo kommt denn das hin? Nach da oben? Warte mal, komme ich da nicht so hin? Och nee. Ach Mann, das ist doch ekelhaft. Das ist so mies. Wie komme ich denn da hoch? Es muss auch irgendwie anders da gehen. Ja. Och nee. Mensch, das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Naja, der ist sauer. Wie komme ich da jetzt hoch? Autsch! Der kommt jetzt wohin? Och, das ist doch kacke. Das ist doch scheiße. Come back to control, I guess. Also wenn du es nicht auswendig lernst, dann ist doof. Just like the seals. Genau, ja, that's no good. Das ist nicht hilfreich. Das ist Chaos, nur schlimm. Oh, hab ich gar nicht. What's that, pup? All right. Oh, and they're good. Na gut. Wenn das wenigstens mal ordentlich zeigen würde, wo ich lang muss, weißt du, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Aber so ist es ja richtig doof, weil du ja immer nur zu dem dahin gezeigt wirst, was zu tun ist und nicht, wohin du das Vieh halt bringen musst. Weißt du, was ich meine? Schon ein bisschen gemein, ist schon wirklich sehr, sehr gemein. Na komm schon. So, muss jetzt das nächste zu tun. Wenn es wenigstens immer das gleiche wäre, dann könntest du es einfach mal auswendig. Ja, super. Dann könntest du es wenigstens auswendig lernen, aber dem ist ja nicht so. Warum schickt mich das denn da? Hey, was soll das denn? Kann mir das mal bitte einer. Oh. Alter.
Jetzt muss ich dann noch irgendwie hoch. Wieso? Hä? So, die 3 hat jetzt 3 Sachen. Und ich weiß nicht, wohin mit dem Scheiß. So, das eine kommt hier in den Müll. Super. Wir kriegen den Bürgermeister zum Essen. Das ist ganz gut. Ach man. Also, das Spiel ist schon... Die DLCs sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Sachen habe ich gemacht. Da ist was fertig. Das kommt hier in den Ofen. Und jetzt im Gepäckraum. Die Frage ist, wie komme ich denn da rein? Da bin ich doch schon. So, Dienstmädchen. Ja, ich fühle mich soweit ganz glücklich. Wenn ich auch wenigstens mal irgendwo hinkommen könnte. Ich muss einfach nur irgendwie nach da oben. So, hier rein. Ich glaube, so ganz darf ich auf den Dingsbums auch nicht hören. So, der Typ ist glücklich. Jetzt muss ich runter in die Waschmaschine. In den Wäscheraum. Boah, ist das mies. Ist das mies. Wieso? Und ich werde natürlich... So langsam kriege ich es aber hin, habe ich das Gefühl. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Och nee. Will mich jetzt nicht unbedingt überall dreckig machen. What the fuck? Ach man, weißt du, überall hält sie sich fest. Aber jetzt... Ei. Boah, ich bin doch unter Zeitdruck. Meine Güte, ich hasse das. Ich hasse das, so unter Zeitdruck zu stehen. Und wo werde ich jetzt wieder hinge... Oh, ich habe keine Ahnung, wo bin ich... geschickt werde. Ist mir jetzt auch egal, ob das nun erledigt wird oder nicht. Ich muss irgendwas machen jetzt. Sonst wird der Dicke wieder sauer. Och. Du weißt echt nicht, wohin du sollst.
So, wo muss das Ding hin? Hier erstmal runter. Dann nehme ich den Sprinthut. Und wird natürlich wieder woanders dahin geschickt. Es ist doch eine Last. Es ist nervig, wenn du einfach nicht weißt, wohin. Es klappt auch nicht. Das kannst du vergessen. Du wirst von A nach B geschickt und dann musst du auf einmal... Och nee. Jetzt bin ich auf einmal wieder richtig, ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen übertrieben. Vor allem ständig... diese Robben, die kannst echt in die Tonne treten. So, es muss natürlich wieder... Autsch! ...weggebracht werden. Boah, ist das mies. Ich hole mir jetzt erst nochmal ein Herzchen. Bevor wir jetzt hier ganz irgendwie abkacken. Kommt in den Müll, dann sollte das ja gegessen sein. Und wo kommt der hier noch hin, oder? Keine Ahnung, wo dieser Lümmel hinkommt. Och man. Away with you. So, wo ist denn jetzt wieder was zu tun? Da. Gut. Was muss ich hier machen? Das wird wahrscheinlich, muss wahrscheinlich zurück an die Strandbar. Das geht ja noch. So, runter, runter, runter. Wie? Gut, stopp. Wunderbar. Den bringe ich auch gleich zurück. Ich weiß ja, wohin er muss. Alter! Ich bin so ein bisschen, ja. Wie soll ich sagen? Ich bin so ein bisschen im Stress. Das sieht, hört man wahrscheinlich auch. Na gut, der Dicke ist einigermaßen zufrieden. Muss ich hier weiter? In den Wäscheraum. Okay. Komm, Mädchen, schaffst du! Gotta go fast. Oh yeah! Hoffentlich gibt's hier noch ein paar. Achso, hier runter geht's, ja. Nein, diesmal nicht festhalten. Das war schon gut so. Attention, this is your captain speaking. War das jetzt gut? Kannst jetzt aufhören, Leute. Komm zurück. Alles klar. Well, looks
Nun, scheint, als hättest du mehr Chaos aufgeräumt als angestellt. Das ist mehr, als der Großteil der Crew hinbekommt. Nimm dir etwas aus der Fundgrube. Es kommt eh niemand für seine Sachen zurück. Super. Boah, Leute. Alter Schwede. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst, Leute. Ganz im Ernst. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, oh, das Zeitstück muss hier oder sein. Da ist es. Boah. Das hätte ich mir auch so einfach nehmen können. Oh, super. Boah, Leute, ich beende den Part auch. Das DLC, ein seltener Sticker, ist in Lavakuchen aufgetaucht. Finde ihn. Lavakuchen? Ach, ich kenne Baumkuchen, aber Lavakuchen? Schreibt's in die Kommentare. Boah, ich bin fix und allecco mio. Viel Spaß, macht's gut, Leute. Danke fürs Reinschauen zu Head in Time. Weiß jetzt auch, wie ich den Part nenne. Alles klar. Boah, Leute. Puh, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Weiß nicht, ob ihr das so feiert, weil der Part ist ja noch nicht so ganz draußen. Die kleinen Dinger von der... Hier. Bye, bye. Diese Sachen. Na gut, hier. Haben wir gesagt, ne? Ciao.